Man könnte doch eine Schlaufe nach Trigi aufhängen, dort wo die Schweizer Fahne ist. Die ganze Schlaufe die ist jetzt 40 Meter lang, also wenn sie einfach klein ist. Und jetzt doch, ist einfach etwa die Hälfte, 20 Meter lang. Und so ein bisschen ein weisses Kreuz, so der Ecke kommt gerade ein weisses Kreuz an. Und ist auf der rechten Seite, oben rechts, montiert. Und ja, die Überraschung, wir haben es eben auch noch nie gesehen. Also für uns ist es eigentlich immer, wenn wir mit der Band runterkommen und noch rechts rauf schauen, ist es für uns eigentlich auch, wenn wir die Fahne montieren, immer ein bisschen eine Überraschung, wie stimmt es, passt es, wie sieht es aus. Die Tatsache, dass es die grösste Schweizer Fahne ist in diesem Land, das ist ja schon noch bemerkenswert. Ja, also die grösste Schweizer Fahne ist es sicher nicht. Es gibt sicher grösste, aber es ist sicher die grösste Schweizer Fahne, die alle Jahre an einer Felswand hängt. Es ist für uns natürlich ein besonderer Stolz, auch eine Ehre, in einer so einer Aktion, in dieser Solidarität von der Zentralschweizer Krebsliga mithelfen. Wir hoffen, dass wir da zum Ziel kommen. Wir haben schon einiges auch erreicht von Vizna aus, obwohl wir zuhinderst drinnen sind im Kanton Luzern. Wir haben immer wieder eine Bewegung auf Luzern und wir werden auch dafür schauen. Kannst du auch sagen, ich bin mit einer Botschafterin von dem Anliegen, die damit verbunden ist? Ja, das ganz bestimmt. Also sonst wäre ich nicht da, wenn ich nicht dieser Meinung wäre. Weil eben, wie ich gesagt habe, frühzeitige Diagnose ist gerade bei diesem Krebs einfach das A und das O. Und darum finde ich, stehe ich sehr gerne für das.